Schaut anders aus. SPÖ-Bildungsministerin Claudia Schmidt bekam heute in Linz den Zorn ihrer Parteifreunde aus der Lehrerschaft zu spüren und vor allem zu hören. Sie wurde beim Bundeslehrertag im Linzer Brucknerhaus gnadenlos ausgepfiffen. Es brodelt im Brucknerhaus. Unterrichtsministerin Claudia Schmidt bekommt beim Bundeslehrertag der SPÖ-Gewerkschafter den Unmut der Pädagogen zu spüren. Sie zeigen ihr deutlich, was sie von ihren Plänen halten, die Arbeitszeit um 2 Stunden zu verlängern. Wenn wir den Kurs fortsetzen wollen, die kleineren Klassen, die Sprachförderung, Tagesbetreuung, ich zähle jetzt nicht mehr alles auf, dann braucht es unseren gemeinsamen Einsatz. Mit der Erhöhung der Lehrverpflichtung schaffen wir es. Ein Aufruf zum Schulterschluss, der wenige hundert Meter weiter angezweifelt wird. Auch beim Bundeslehrertag der ÖVP-Gewerkschafter im neuen Linzer Rathaus sind Schmidts Pläne und ihr Kommunikationsstil das Thema. Kein Chef der Welt würde seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die er jeden Tag braucht und von denen er sich erwartet, dass sie Veränderungen, Reformen mittragen, in dieser Weise demotivieren. Meine Damen und Herren. Vorwurf an die Ministerin, Geld sei da, aber nur für ideologisch passende Vorhaben wie die neue Mittelschule. Einige verärgerte Lehrer machten sich gleich direkt auf den Weg zu ihrer obersten Chefin ins Brucknerhaus. Dort sind jetzt die Lehrer an der Reihe. Sie dürfen Claudia Schmidt Fragen stellen und nützen die Gelegenheit, der Ministerin einmal so richtig die Meinung zu sagen. Sie versprechen den Leuten, wenn wir mehr in der Klasse stehen, sind wir mehr für ihre Schüler da. Sie wissen selbst, dass das eine lächerliche Aussage ist, dass das nicht wahr ist. Dann kommt es zum Eklat. Ein Pädagoge, der nicht zu Wort kommt, stürmt die Bühne. Für mich ist insofern ein großes Problem, weil ich sage, okay, es geht auf Kosten der Schüler, wir könnten sehr viele Dinge boykottieren, Matura und so weiter. Es würde uns wehtun, aber wir müssen das durchziehen. Im Augenblick ist es noch meine Linie, aber ich wäre froh, wenn wir andere Lösungen finden könnten. Ich möchte nicht, aber wenn der Streikaufruf da ist, werde ich mich sicher da nicht dagegen verwehren. Ich wäre für einen Streik bereit, natürlich. Nach einem kurzen Smalltalk in der Pause verlässt die Ministerin das Brucknerhaus. Viele Lehrerinnen und Lehrer bleiben enttäuscht zurück. Sie werden zahlt von uns. Das ist eine Frechheit. Frau Minister, Sie gehen schon? Wird es Ihnen schon zu viel? Ja, ehrlich gestanden, ja. Schon kommenden Mittwoch muss Schmidt wieder in die Höhle des Löwen. Dann gehen die Verhandlungen mit den Lehrern weiter. Deutlich ruhiger ging es heute beim Treffen der Grünen und unabhängigen Lehrervertreter in Linz-Dornach zu. Auch die Grünen und die Unabhängigen stehen hinter den Streikbeschlüssen der Gewerkschaft. Eine Ausweitung der Unterrichtsverpflichtung um 2 Stunden lehnen sie aber nicht grundsätzlich ab. Diskutieren wollen sie diese aber nur als Teil einer Dienstrechtsreform mit besseren Arbeitsplätzen, mit höheren Einstiegsgehältern und insgesamt mit einem neuen Besoldungsschema. Vor dem